Herzlichen Dank für diese tolle Einführung, lieber Präsident Fenske. Sie hinterlassen da wirklich nochmal eine breite Spur und da wollen wir uns auch einordnen. Wir im Deutschen Städtetag haben das gemacht. Wir haben ganz furchtbar viel geschrieben. Wir drücken uns ja weniger durch Bild als durch Wort aus. Mobilität für alle, eine Agenda für eine Verkehrswende aus kommunaler Sicht heißt das. Das heißt, auch die Städte im Deutschen Städtetag, auch die indirekten Mitgliedsstädte, viele sind hier heute vertreten, tragen dieses Thema, wenn der Begriff vielleicht auch nicht richtig treffen mag, aber er hat eine lange Geschichte, mit. Mobilität für alle heißt auch Inklusivität, das heißt nicht eine Exklusivität für Menschen, die rotorgetrieben durch die Luft fliegen, sondern heißt, dass alle Menschen zu jeder Zeit an jeden Ort auch kommen können sollten. Es gibt ganz unterschiedliche Beiträge meiner Podiumsgäste dazu und meine erste Frage an Frau Hilz, Kopf der Innovation, Head of Innovation bei Cisco ist und damit eigentlich weiß, was läuft. Welche Beiträge, liebe Frau Hilz, konnte denn Cisco oder auch die Mitbewerber leisten für das, was wir gestern Abend bei den Preisträgerstädten gesehen haben? Digitale Städte, die digitalste, das war der Superlativ gleich, Stadt, zwei Preisträger, Wien und Dortmund. Welche Aktien haben Sie da, Frau Hilz? Zu einem haben wir international und national Vereinbarungen mit den Städten getroffen, um zusammenzuarbeiten. Wir bringen Technologiewissen in diese Gesamtlösung und das Video von Herrn Fenske hat mir aus der Seele gesprochen, es hätte von uns sein können. Ja? Wie macht man es wirklich möglich, dass man auch weiß, wann kommt die nächste Bahn etc. etc.? Wie kriegt man diese Informationen überhaupt zusammen? Dazu kommt vielleicht auch noch, wie kriegt man statische Informationen da rein? Da ist ein großes Event, heute ist hier ein größerer Mobilitätsbedarf. Wie bringt man das alles zusammen? Aber nicht nur in Bezug auf den ÖPVN, sondern auch, wie schlägt man Brücken in andere Silos rein? Ja? Wie bringt man das dann zusammen? Sie haben so schön gezeigt, wenn ich jetzt hier laufe, dann habe ich einen guten Herzschlag, das steigert meine Gesundheit. Wie bringe ich das dann zusammen mit den Krankenkassen, die dann vielleicht durch gesundere Bürger auch noch Geld einsparen? Thema Finanzierung. Ne? Wie bringe ich denn Finanzierung und Leute, die Interesse haben, dass die Bürger gesünder sind, in diesen Kreis mit rein und breche einfach diese Silos auf, um zu zeigen, wir haben hier Finanzierungsmöglichkeiten durch Einsparungen im Gesundheitswesen, die wir zurückfließen lassen könnten in den ÖPVN und damit den Bürger vielleicht nicht so sehr belasten müssen und Steuergelder dafür ausgeben müssen. Also diese Vernetzung und dieses Aufbrechen von Silos, das ist eigentlich unser Beitrag und das machen wir mit unseren Innovation Centern und bei Herrn Müller auf dem Campus, auf dem EUREF, ist das von Berlin. Das ist faszinierend. Wir erwarteten ja jetzt, dass jetzt ganz doll Digitalisierung besprochen wird und eigentlich sind Sie so weit in der Digitalisierung, dass Sie schon wieder analog sprechen können. Digitalisierung ist heute. Ja, die Digitalisierung ist keine Zukunftsvision mehr. Digitalisierung ist heute schon da. Das machen Sie ja nicht pro bono, das ist ein Geschäftsfeld. Was glauben Sie, wie entwickelt sich das weiter, wenn wir mehr Städte anschauen, die in die Digitalisierung einsteigen? Sie meinen jetzt, was es für uns an Umsatz bringt? Nein, nicht in Zahlen, aber an Themen. Die Themen, da ist der Grenze, sind da keine, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Also es ist wirklich, Sie können schauen von, wir haben Projekte gemacht, da wurde die Kultur und die Kunst und der Tourismus mit einbezogen. Natürlich das Transport, die Gesundheit. Wir sind wirklich übergreifender tätig. Und was unser Beitrag ist, ist wirklich diese Vernetzung und überhaupt die Sicherstellung, dass die Daten an den richtigen Stellen sind. Das ist unser Core-Business. Das machen wir jetzt seit über 30 Jahren. Und das ist einfach eine ganz normale Entwicklung. Und wir forschen weiter zusammen dran, um wirklich auch alles sicherzustellen, dass dann auch mit der bestimmten Sicherheit und GDPR ist ein großes Thema, welche Daten dürfen überhaupt gespeichert werden, darf ich wissen, wo der einzelne Bürger ist und so weiter. Die ganzen Themen, die gehen wir alle an und das ist ein super Riesenfeld für uns. Wir wollen uns anschauen, lieber Herr Dr. Trümper, wie Magdeburg das angeht, weil als Magdeburger sind Sie quasi prägenetisch innovativ. Wer mal an der Otto-von-Guericke-Universität gearbeitet hat und die Sache mit den beiden Halbkugeln und dem Vakuum verinnerlicht hat, da ist klar, Magdeburger sind innovativ. Sie sind dazu auch noch ein promovierter chemischer Physiker oder physikalischer Chemiker. Das ist mein schwächstes Feld. Da will ich mich nicht tief reinbeginnen. Es gibt ein weiteres Alleinstellungsmerkmal. Sie sind ein dreimal gewählter Oberbürgermeister und ich glaube, Verkehrswende in den Städten braucht einen langen Atem.
Dafür brauchen wir vielmals gewählte Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister und Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in den Städten. Im Deutschen Städtetag sind wir dann immer so ein bisschen melancholisch, weil das findet nicht mehr so oft statt, dass so oft wiedergewählt wird. Haben Sie diese Chance nutzen können und sowas wie ein Kontinuum der Verkehrstransformation in Magdeburg aufbauen können? Wie sind Sie unterwegs mit innovativen Konzepten? Also ich glaube, Sie haben erstmal komplett recht, dass die ganzen Prozesse, die wir jetzt immer so theoretisch schnell aufs Papier bringen, sehr, sehr langwierig in Deutschland sind. Wir haben lange Planungsprozesse. Und wir haben bei uns in Magdeburg Beschluss gefasst, 1999, da war ich noch gar nicht OB, dass wir eine zweite Straßenbahnlinie bauen wollen, Nord-Süd. Magdeburg ist ja in der Stadt am Fluss lang, also in Nord-Süd-Richtung 20 Kilometer lang, in Ost-West-Richtung nur 10 Kilometer lang. Also die muss die ganze Stadt einmal durchfahren, eine komplette zweite Linie. 1999 beschlossen, auch für den Bund finanziert bekommen, 90% Finanzierung, damals geschätzt von 1999 mit einem Volumen von 110 Millionen D-Mark. Jetzt sind wir fast an 19 ran, noch lange nicht fertig. Aber das Volumen ist bei 190 Millionen Euro, was wir jetzt verbauen wollen. Aber das ist eben ein Prozess, der sehr lange dauert. Erst das Planungsrecht, wenn ich mitten in der Stadt baue, wo keine Straßenbahnlinie war, habe ich, was Sie gerade gesagt haben, natürlich komplett bis zum Ende. Jetzt bin ich beim 7. Bauabschnitt und wenn ich in die Stadtteil komme und sage, wir wollen jetzt die Straßenbahn bauen, dann schlägt mir immer noch von einigen Bürgern die absolute Wut entgegen, wieso ich an meiner Straße jetzt den Parkplatz wegnehmen muss und der Baum da gefällt werden muss und die Straße mal hin. Was soll das eigentlich alles? Wer soll da eigentlich mitfahren? Es gibt die Menschen ja eigentlich gar nicht mehr. Wir haben ja Einwohner verloren in den ersten Jahren, jetzt wachsen wir ja wieder, aber das wird immer wieder diskutiert. Wenn die Straßenbahn dann fährt, kehrt sich das hundertprozentig um. Nur noch positive Meldung. Wie toll das ist, dass man jetzt wunderbar in die Stadt fahren kann. Und durch den Prozess muss man durch und dann muss man langen Atem haben und immer wieder auch sagen, ja, wir machen das jetzt so. Ich bin jetzt in der Phase, wo ich das auch mir in der dritten Wahl leisten kann, zu sagen, wenn die Frage kommt, diskutiere ich gar nicht mehr, ist entschieden, brauchen wir nicht mehr darüber reden. Genau die Frage ist, wie machen wir es jetzt und wie schnell machen wir es jetzt. Aber der Prozess dauert sehr, sehr lange, kostet viel Geld, aber er macht am Ende auch Spaß, weil ich damit natürlich die Basis schaffe für das, was Sie gesagt haben, und das brauchen wir in den nächsten Jahren. Und die habe jetzt die 190 Millionen für die Strecke, jetzt brauche ich wieder 100 Millionen für die Straßenbahn. Das sind alles Summen, die sind gigantisch groß und die muss man erstmal aufbringen dafür, um das zu machen. Wenn ich das Geld nicht habe und immer wieder sage, ich stecke es mal noch 10 Jahre hinaus und strecke das alles, dann macht das alles relativ wenig Sinn. Ich muss an der Stelle ordentlich finanzieren und dann klappt das, glaube ich, auch in parallel dazu. Haben wir natürlich jetzt ein Problem, was nicht so einfach wegzudiskutieren ist. Wir haben eine Stadt, die hat sehr viel Platz, weil die ist im Krieg stark zerstört worden, große, breite Straßen. Wenn ich ja die Autos komplett rausnehme, dann sieht das irgendwie blöd aus, weil alles leer ist. Was packe ich denn da hin, wo die Parkspuren sind und wo die Straßen sind, was soll ich da reinpacken? Also von daher muss man gucken mit dem autofreien Innenstadt da, wo es wirklich Sinn macht, in bestimmten Fußgängerzonen, aber nicht überall. Wie wäre es mit Fahrrädern in diesen freien Räumen? Da sind wir gerade dabei, da hat uns die Universität einen Anstoß gegeben, die haben jetzt die Idee entwickelt, ein autonomes Fahrrad, was ich sozusagen per Handy mir holen kann, an einem bestimmten Standort, mit dem, das kommt alleine angefahren, automatisch das Fahrrad, ich steige auf, fahre hin und stelle es wieder ab und wird dann vom nächsten von da aus wieder zum nächsten Ort hingeholt. Und das probieren wir jetzt gerade aus, hört sich auch trivial und einfach an, ist es natürlich mitnichten. Wie reagiert der Fußgänger, auf einmal ein Fahrrad ankommt, ohne Fahrer oben drauf? Was ist die Verkehrssituation, was ist die Versicherungssituation, wenn irgendwas passiert damit? Und, Frage geklärt, wir müssen aber, es ist ein spannendes Projekt, was wir jetzt machen wollen, auch mit Lastenfahrrädern, dass ich mir das Lastenfahrrad hinholen kann. Kann morgens meine Kinder zum Kindergarten fahren, dann lasse ich das stehen, da holt er nichts, holt sich für einen Transport von bestimmten Gütern in der Stadt. Mit der Straßenbahn kombiniert, da gibt es viele Möglichkeiten, die man machen kann, aber auch da hat man einen langen Atem zu haben, das geht nicht alles von heute auf morgen. Aber es macht Spaß, mit solchen, sagen wir, Leuchtturmprojekten sich auch zu befassen, neben dem normalen Straßenbahnbau. Neben dem physischen Infrastrukturausbau, Sie haben die Straßenbahn erwähnt, wird es ja auch sowas wie einen virtuellen Infrastrukturausbau geben. Ich stelle mir jetzt gerade dieses etwas gespenstisch hin- und herfahrende, selbstfahrende Fahrrad, das war tatsächlich auch neu für mich, vor. Was glauben Sie, was sind denn Zeiträume? Wohin wollen Sie im physischen Infrastrukturausbau? Was passiert im virtuellen Infrastrukturausbau? Also mit dem Fahrrad, das wollen wir jetzt im nächsten Jahr schon an einem Ort, der nicht sozusagen der totalen Verkehr hat, im Hafen ausprobieren, wie das da funktioniert, wie man damit so Erfahrung sammeln kann, da sind wir dabei. Alle anderen Sachen laufen natürlich genauso. Ich habe heute die Möglichkeit, mit dem Handy die Straßenbahnkarte zu buchen, den Fahrplan jederzeit zu haben und alle Kombinationen hin. Das ist alles natürlich da, das ist Standard hier heute, da muss man nicht mehr drüber groß reden. Das sind Sachen, die man einfach machen muss, die wir gemacht haben, auch Parkplatzkonzeption, Parken mit Handy, das ist alles Schritt für Schritt eingeführt worden. Und jetzt bauen wir an dem weiteren Projekt aus und haben viele neue Ideen. Wir sind auch natürlich eine Stadt wie Potsdam, auch mit einer Universität, mit Forschern, die uns dabei helfen und inspirieren. Wir sind die
Kommune auch bei dem Klimaschutz erzielt, die 41. Kommune mit dabei, jetzt gerade in dem Plan mit drin. Das sind alles durch Projekte, die viel Manpower auch kosten. Wenn ich alles parallel mache, muss am Ende auch irgendjemand da sein, der eine Gesamtkonzeption hat, dass alles am Ende auch zusammenpasst. Wenn ich Klimakonzeption mache und Verkehrskonzeption, muss am Ende auch alles irgendwie aus einem Guss sein. Und das ist nicht so trivial, wie wir auch bei uns in Deutschland sehen, an der Energiewende, die toll gedacht war, aber nicht so ganz gut gemacht worden ist. Wir brauchen die Speicher erstmal, damit wir die ganze Systematik weitergehen. Die Speicher denkt gar keiner so richtig, wenn die da wären, wären wir viel, viel weiter mit der Energiewende. Wenn Sie heute mit der Straßenbahn starteten, Herr Dr. Trümper, glauben Sie, Sie kriegten die bei der Bürgerschaft noch durch? Oder würde Ihnen das Gleiche passieren, wie es Aachen und Bielefeld passiert ist mit Straßenbahnausbau und Erweiterungsprojekten? Bürgerentscheid, Straßenbahn fällt, 180 Millionen Fördermittel gehen in den Orkus. Wie schätzen Sie das ein? Ich glaube, dass man das heute durchkriegen würde, auch wenn es viel Widerstand geben würde. Aber der Widerstand, der bröckelt ja langsam, weil natürlich auch alle jetzt auch sehen, durch diesen Sommer und durch das wir 2013 hatten, ein extremes Hochwasser, wo die Stadt fast überschwemmt worden ist, dass wir klimapolitisch was machen müssen. Da gibt es ja gar keine Alternative mehr zu. Also sind wir uns alle einig, dass wir handeln müssen. Und von daher, da sehen die Bürger auch ein und wissen auch, dass wir da ran müssen. Und das muss man eben gut verkaufen und auch mal ein hartes Wort sagen, weil natürlich die Bürger, die dagegen sind, die lassen sich auch leicht von einigen Wortführern sozusagen, die persönliche Interessen da motivieren. Das muss man auch aushalten. Man muss auch in Bürgerversammlung hingehen und auch mal das harte Wort da dagegen richten. Und dann, glaube ich, kriegt man das auch hin. Noch einen kurzen Blick in die Zukunft. Die unterstützende Infrastruktur. Man muss auch zur Straßenbahn hinkommen von der Haustür. Wohin führt da die Reise? Werden Sie selbstfahrende Behältnisse, wir haben Sie gerade bei Präsident Fenske auch im Bild gesehen, werden Sie selbstfahrende Behältnisse womöglich in 10 Jahren in Magdeburg in bestimmten Quartieren haben, die die Menschen zu den Straßenbahnhaltepunkten bringen? Gibt es dann die Fahrräder, die an der Haltestelle zur Verfügung stehen und sich gespenstisch virtuell dahin bewegen? Was ist Ihr Szenario? Wie spielt sich Mobilität in 10, 15 Jahren in Magdeburg anders ab? Ich mache jetzt, bin ja auch schon ein bisschen älter, seit einigen Jahren wieder 2-3 Mal die Woche Sport. Und wir haben eine Straßenbahnnetz, wo wir sagen, 400 Meter soll die Entfernung zur Haltestelle sein. Ich glaube, das kann man laufen. Das kann man selbst mit 90 Jahren noch laufen. Darum plädiere ich eher dafür, die Leute wieder in Bewegung zu bringen und nicht alles zu fahren, sondern auch dafür zu sorgen, dass Gesundheit und Bewegung auch ein Stück weit Einzug hält. Also ich merke schon, das nächste Thema für die lebendige Stadt ist vermutlich Gesundheit. Ich möchte Frau Hilz eine Rolle zuweisen, die vielleicht ein bisschen ungewohnt ist, weil sie ist ja eigentlich eine Auftragnehmerin auch von Kommunen. Sie dürfen jetzt 3 Minuten lang sozusagen ein Rapid Project Appraisal machen. Deutsch, also mal kurz durchschauen, was läuft in einer Stadt wie Magdeburg und was könnte aus Ihrer Sicht noch laufen. Wenn Sie das so szenarisch mal fortschreiben, was ist noch möglich, wo ist noch Luft drin? Und das soll natürlich auch übertragbar sein auf die anderen direkten, indirekten Mitgliedsstädte des Deutschen Städtetages. Viele Stadtvertreterinnen und Vertreter sind im Saal. Was glauben Sie, wohin müsste aus Cisco-Sicht, aus Sicht von Alexandra Hilz, die Reise denn in puncto Mobilität wirklich gehen? Reicht das aus, was wir heute hören? Ich habe 2 Bitten. Die erste Bitte, wir haben über Konnektivität geredet und dass es ja ganz selbstverständlich ist, dass das Telefon immer da ist etc. Erster Schwachpunkt ist manchmal die Batterie. Ich weiß nicht, wie es ab und zu so geht. Ich habe dann immer so eine schöne Powerbank dabei. Aber der viel wichtigere ist die Konnektivität. Die ist leider noch nicht überall immer sichergestellt. Denken Sie ein bisschen an ländliche Gebiete, denken Sie aber auch an der Innenstadt, wenn in Berlin der CSD ist und Sie wollen den Roller mieten, kriegen ihn aber nicht, weil Ihr Internet nicht funktioniert. So eine Geschichte, dass Sie vielleicht über sowas nachdenken, vielleicht die Sachen auch mit uns diskutieren, was für Lösungsansätze wir Ihnen da bringen können. Und so weiter. Also wirklich nochmal reinschauen, ist denn die Konnektivität da, die um diese ganzen Services von selbstfahrenden Fahrzeugen, Scootern etc. wirklich immer anzubieten. Da muss ich aber die Stadt natürlich in Schutz nehmen. Die ist jetzt nicht dafür da, 5G zu installieren und Lizenzen auszureichen. Das ist gerade eine Bundesaufgabe. Damit beschäftigt sich der Bund ja auch gerade, Vergabe 5G-Lizenzen konditioniert. So kriegst du 5G, wenn du 4G mal ordentlich flächendeckend ausrollst. Das adressieren wir doch gleich an den nicht anwesenden Bund. Aber den CSD auch nur einmal im Jahr, das ist nicht so schlimm. Den einen Tag, das kriegen wir hin. Berlin haben halt nicht nur eine Veranstaltung, aber egal. Also Konnektivität, weitere Themen. Konnektivität grundsätzlich, das ist
also in Berlin geht es auch die Stadt an und überlegt auch, wie sie ein Wi-Fi, was ein anderes Band ist als das 5G, zur Verfügung stellen kann und es aber auch gleichzeitig wieder refinanzieren kann mit anderen Möglichkeiten, über die dann gerne mal diskutiert werden kann. Die andere Bitte ist einfach, nach vorne zu schauen. Wie sieht Mobilität wirklich in 10 Jahren aus? Was erwartet uns an Innovationen aus dem Ausland? Das fliegende Hoover-Taxi ist für Dubai für 2022 vorhergesagt. Mobilität für alle? Fragezeichen. Lassen Sie mich kurz den Satz beenden. Aber auch, wir haben heute eine Lösung hier, die können Sie sich gerne anschauen. Oder wie Sie auch sagten, das selbstfahrende Fahrzeug. Ist es ein Fahrrad? Ist es ein Scooter? Ja. Dafür sind teilweise keine gesetzlichen Grundlagen geschaffen. Wir können das in Österreich machen, wir können es in Singapur machen. Hier ist es einfach noch nicht geklärt, wie verhält sich das mit Unfällen etc. Was passiert, wenn das Ding irgendwo gegenfährt, gegen einen Gegenstand? Und solche Sachen, dass man wirklich sich politisch auch vorbereitet. Und neue Modi. Okay. Letzte Frage an Oberbürgermeister Trümper. Machbarkeit und Leistbarkeit ist, glaube ich, schon für alle Städte und Gemeinden das riesige Thema. Was geht, könnte gehen und was können wir durchführen? Filtern Sie einmal mit Blick auf 2030. Wir haben vorhin schon den Blick auf 2050 gerichtet, aber mir liegt der 2030 ein bisschen näher. Was kriegen Sie hin in Magdeburg von dem, was machbar ist? Was ist leistbar? Wir haben jetzt gerade eine große Bürgerbeteiligung gehabt, haben Verkehrskonzept 2030. Im Entwurf ist mir einmal vorgelegt worden. Da steht eine Summe unten drunter, 650 Millionen bis 2030. Aber wie gesagt, halte ich für völlig unrealistisch. Das werden wir niemals finanzieren können in dieser Dimension. Das sind ja 60 Millionen pro Jahr nur für den Verkehr. Habe ich sonst den Investhaushalt pro Jahr nur für alles. Das ist völlig unrealistisch. Von daher sieht man schon, dass die Kommunen in dieser großen Frage, um die es hier geht, in Verkehrskonzeption und auch mit der Infrastruktur insgesamt, mit der jetzigen Finanzausstattung das nicht hinkriegen werden. Und von daher müssen wir uns immer was wirklich wollen, muss die Finanzausstattung eine andere sein, dass so eine Großprojekte auch hinkriegen kann. Ich glaube, dass das in der Zeit nicht realisierbar ist. Aber muss man sich überlegen, wir haben jetzt die Aufgabe auch, die meisten Städte kennen das auch, bis 2022 die Haltestellen behindertengerecht machen. Das sind bei uns 75 Millionen, das ist völlig unrealistisch, das bis 2022 hinzukriegen. 75 Millionen alle Haltestellen, das kann man nicht machen. Das ist verkehrstechnisch gar nicht möglich, weil die Straßen alle gesperrt sein, sagen die Baustelle ist und kriegt auch finanziell nicht hin. Das sind Forderungen, die schnell beschlossen werden, aber unrealistisch sind. Und da muss man einen realistischen Plan machen und der wird wieder zeigen, dass alles viel länger dauert, als wir uns das heute denken. Meine Damen und Herren, das war jetzt ein Schnelldurchgang hier im Dialog oder Trialog. Ich bitte um Verständnis, dass ich Sie aufgrund der Kürze der Zeit nicht mit einbeziehen konnte. Frau Hilz wird noch da sein. Oberbürgermeister Trümper muss in die Ratssitzung. 14 Uhr muss ich in Magdeburg sein, muss ich jetzt beeilen. Das haben wir jetzt hingebracht. Ich hoffe, wir haben ein paar Impulse setzen können. Diskutieren Sie in den Pausen munter weiter. Wenn Sie Wind unter die Flügel brauchen zur Mobilitätswende, gucken Sie mal nach bei städtetag.de, Mobilität für alle. Das kann jedes Ausschussmitglied in einem Verkehrsausschuss lesen, sollte es auch lesen, wenigstens die Kurzfassung. Und dann gibt es Beschlüsse und dann geht es hoffentlich weiter bei der Verkehrswende. Dankeschön.